Hallo liebe Rasenfreaks, herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Rasenfreak Andreas Kraus. Heute geht es um dieses Produkt hier, um den Gloria Feincut 18V. Das ist mal etwas anderes. Normalerweise habe ich immer die sehr hochpreisigen Geräte, die ich hier so verwende. Und ja, dann sprach mir die Firma Gloria an und fragte mich, ob ich denn nicht mal diesen Rasenschneider-Kantenschneider nicht mal testen könnte. Warum denn nicht? Das ist mal ein Gerät, was ja zumindest, sage ich mal, jetzt einen erschwinglichen Preis hat. Das ist das Komplettset mit dem Bosch-Akkusystem. Bosch hat ja mit verschiedenen Firmen, Gloria und anderen Firmen, einen Akkuverbund geschaffen, sodass also auch Akkus von anderen Geräten verwendet werden können. Dann schauen wir mal rein. Bin selber echt gespannt. Ja, wie gesagt, ich habe das Gerät mir nicht selbst gekauft, sondern Gloria hat mir das Gerät zur Verfügung gestellt und ich sage das auch immer gerne. Und dann könnt ihr selber beurteilen, ob ihr das denn jetzt hier schauen wollt oder nicht. Gut, Bedienungsanleitung und so weiter. Hier finde ich gleich so einen kleinen Schlüssel. Dann alles mit Pappe, das finde ich schon mal gut, mit Pappe verpackt. Das weiß ich nicht. Wie kann ich gleich auseinanderreißen? Okay. Oh, da ist er. Auch der ist ja niedlich. Man hat immer so eine ganz... Okay. Nein. Huch, da ist er. Und der Imbusschlüssel hat sich schon verabschiedet. Nein, das ist ja ein niedliches Gerät. Leicht, fühlt sich leicht an. Hier ist eine kleine Schutzfolie drauf. Hier ist ein Schneidschutz drauf. So sieht das aus. Zum Bartrasieren ist es nicht geeignet. Also andersrum. Gloria Feincut. Ja, soll frei verstellbar sein. Man soll also auch ganz flach mähen können. Also unter irgendwelchen Geräten, Schaukeln, was weiß ich, oder durchmähen. Dann gibt es eine Höhenverstellung. Okay, sehe ich jetzt gerade. Da muss man tatsächlich die Räder mit dem kleinen Imbusschlüssel, das ist fummelig, mit dem kleinen Imbusschlüssel umsetzen. Hier drei Löcher für drei verschiedene Positionen. Okay, das ist jetzt die unterste Stellung. Dann haben wir da drin den Akku. Kommt der hin? Weiß ich nicht. Ich habe natürlich wieder nicht die Bedienungsanleitung angeguckt. Ach, der ist oben dran. Na klar. Oh Mann. Akkuladegerät. Seht ihr das alles? Ja. Alles gut. Da, ups, Akkuladegerät. Und dann unter der Verpackung drunter. Hier. Ja, in der zweiten Ebene. Was ich sehr gut finde. Alles nur in Pappe, das finde ich super. Kein Kunststoff, keine Plastikverpackung mehr. Dickes Plus, den finde ich richtig gut. Dreiteiliger, das war's. Dreiteiliger Stiel. Okay, das muss hier reingeführt werden. Und dann verschraubt werden. Genauso auf der anderen Seite, auf dem breiten Schlitz. Einfach reinstecken, zuschrauben. Cool. Schönes, dickes Rohr, das mag ich. Super. So sieht das ganze Teil jetzt aus. Hier oben die Verbindung zum Griff. Dann unten die Verbindung zu dem kleinen Kantenschneider. Gut, jetzt weiß ich nicht, ob der Akku geladen ist. Kann man das irgendwie kontrollieren? Nein, kann man nicht kontrollieren. Ich stecke ihn einfach mal rein. Zack. Okay. Da
Da sind so Dioden. Alles tot. Tut sich nichts. Hey. Ja, immerhin. Dreiviertel voll. Achtung. Ja, also das ist schon das ganze Gerät. Der Griff ist nicht in der Länge verstellbar, aber vorne dieser Winkel ist einstellbar. Das gucken wir uns gleich mal an. Akku ist geladen, cool. So, lieber Rasenfuchs, ja, die Grundidee von dem Feincut 18V ist tatsächlich, die Ränder, die ein Mähroboter nicht mähen kann oder nicht mitmäht, diese Ränder im Nachhinein möglichst einfach zu bearbeiten. Das ist die Grundidee. Ich habe natürlich jetzt keinen Mähroboter, aber ich habe auch solche Ecken, solche Kanten, wo ich mit meinem Sichelmäher nicht richtig hinkomme. Ich schwenke mal ein bisschen rüber, damit ihr es auch seht. Da, genau. Na, solche Blechkanten, hier kann man jetzt, hoffe ich, weil das Messer ist breiter als das Gerät. Super, die Höhe passt auch. Schön dran längs mähen. Also grundsätzlich finde ich das Ding sehr, sehr schön kompakt und handlich. Hier hat er so zwei Gleitkufen, um den Abstand zum Boden zu gewährleisten. Hier hat er, wie gesagt, drei Löcher, um die Höhe dieser kleinen Räder zu verstellen. Das ist jetzt wirklich ganz einfach in Kunststoff gelagert. Also keine Ahnung, wie lange das hält. Da muss man halt eben umschrauben, aber die Grundeinstellung, die unterste Stufe, passt eigentlich am besten. Was sehr schön ist, dass man eben auch flach mähen kann. Dass man das ist. Dass man irgendwo unten drunter längs mähen kann, also bei schwierigen Verhältnissen, Büsche oder etwas, irgendwelche Spielgeräte. Genau, das ist cool. Ja, hier sieht man, ne, das Problem, ob es jetzt ein Mähroboter ist oder jetzt ein Rasenmäher. Ne, es bleibt hier so ein kleiner Streifen ungemäht stehen. Hier ist gemäht worden. Wenn ich jetzt hier ganz an die Kante ranfahre, dann besteht halt die Gefahr, hier in meinen kleinen Graben reinzufallen. Und dann gibt es hier immer so eine unschöne Schadstelle. Das wäre natürlich jetzt super, hier mit dem Gerät hier nachträglich zu trimmen. Vorteil ist, dass die Räder innerhalb des Messers stehen, aber auch nicht weit. Also die könnten nach meinem Geschmack noch weiter reinstehen. Und die Kufen könnten eigentlich auch noch ein bisschen weiter reinstehen. Dann kann man wirklich hier sauber, ich mach's mal so rum, dann kann man wirklich sauber, ich müsste ja eigentlich ein bisschen rüberfahren, ne? Und man sieht schon, der Reifen, und jetzt fällt er runter. Ja, ich neige dazu, auch hier reinzufallen. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich, wenn man jetzt hier einen Rasenkantenstein hätte, wäre es natürlich perfekt. Das ist ja genau der Standard, wie ihr ihn zu Hause habt, ne? Rasenfläche, Randstein. Und dann der Mähroboter, hier läuft das Kabel, der Mähroboter lässt hier einen Streifen stehen. Und den könnt ihr jetzt, und da könnt ihr natürlich jetzt hier rüberfahren, ideal. Die filmen wir auf der anderen Seite. Und dann könnt ihr richtig hier, was ich noch sagen muss, er ist laut. Also ich bin ja sehr sensibel, was Lautstärke angeht. Ja, dieses hin und her rotierende, ja, hin und her schwingende Messer ist relativ laut. Wenn ich also rede und arbeite, habe ich das Gefühl, ihr versteht mich kaum. Das Mikro ist natürlich hier. Das ist genau die Idee. Das ist genau die Idee dieses Gerätes, ne, dass den Rand, der hier durch den Mähroboter stehen bleibt, bei mir ist das jetzt hier gerade nicht der Fall, weil man natürlich über die Kante rüber mähen kann, diesen Rand wegzumähen.
Das ist schlecht. Das ist nicht schlecht. Das ist jetzt wie Haare schneiden. Fine Cut Extreme. Und auch als Hake verwendbar. Boah! Also, lieber Randfreaks, das ist jetzt cool. Das ist jetzt also wirklich super, weil es ja eben so ein extremer Hügel ist und wir haben nie so richtig gewusst, wie ich den hier trimmen kann. Aber hier so rüber zu mähen, so wie so ein Bürstenhaarschnitt über diesen Hügel, das macht das Gerät richtig gut. Also mega. Also das ist wirklich, das werden wir auch weitermachen auf jeden Fall. Weil das ist immer blöd gewesen, hier zu pflegen, diesen Hang, diesen Hügel, weil der so rund ist. Ah, da bin ich jetzt echt begeistert. Gut, so, Schluss jetzt. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.